Okay, es geht weiter. Beide Teams sind auf Augenhöhe. Das ist eine große Herausforderung. Eigentlich nicht, wenn man nur die TP des Torwarts hochnimmt, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Ist echt so. Grätsche. Bitte sei kein Foul, bitte sei kein Foul, ihr Homos. What? Was? Bitte halt es auf, bitte. Okay. Du bist ein würdiger Gegenspieler. Wow, das war ein... Du kannst auch nichts anderes sagen, oder? Nein. Okay, ich habe auch Arschkarte. Sie dürfen nicht mehr auf meine Seite kommen. Wow, das ohne, ja. Postball. Das passt doch richtig zu ihm. Tor! So muss es sein. Vorwärts, Raimon! Was ein Tor? Ja, du hast zu wenig TP, wie schon gesagt davor. Ah, das ist der. Das kenne ich noch. Das konnte früher mein Tim. Aus Inazuma 11-1. Achso, das hat er neu gelernt. Kann er das nicht? Ich kann das jetzt nicht einsetzen. Und Tor. Yay! Oh yeah! Habt ihr es gesehen? Was für ein Schuss! Die einzige... Ja, halt's Maul! Auf falsche Richtung! Deckling? Durchsetzen. Okay, ich hatte gar keine Chance. Und gewonnen. Din, 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 din. Hier seht ihr, wozu wir in der Lage sind. Ich schäme mich. Oh, meine Geschwister. Okay.
Das war wahrlich eine beeindruckende Demonstration eurer Fähigkeiten. Ihr werdet dem Ruf der Raimund Junior High gerecht. Was für eine beeindruckende Techniken. Sie passen wie Hagel auf den Gegner ein. Sie haben offenbar ein paar sehr harte Trainingseinheiten hinter sich. Oder was meinst du, älterer Bruder? Ich stimme dir zu, jüngerer Bruder. Bitte lasst uns eurem Training teilhaben. Eine hervorragende Idee. Bitte bleibt eine Weile und gebt uns die Möglichkeit, von euch zu lernen. Brüder! Der hat aber eine andere Begrüßung wie Grüß Gott. Bereitet ein Festmahl für unsere Gäste vor. Yay, Essen umsonst. Juhu, ein Festmahl. Ich liebe Feste. Ja, du liebst auch zu essen. Ah, das ist großartig. Vielleicht wird Kloster Definitiv ja jetzt in unserem Kampf gegen Alias anschließen. Ja. Nein, werden die nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja. Frost ist einzig, der so schlau ist und die anderen. Bitte amüsiert euch. Füllt eure Herz mit Freude und Glückseligkeit. Wow, das ist so cool. Diese Genauigkeit, als würde man Soldaten bei einer Parade beobachten. Timmy hätte daran seine helle Freude gehabt. Timmy! Habe ich was verpasst? Wo ist das Festmahl? Kannst du mal für 5 Minuten lang aufhören, mit deinem Magen zu denken? Bist du hungrig? Hier! Schaufe dich doch mal mal hinter deinem Grinsapparat. Was? Ein Reisbällchen. Schmatz. Ah, meine Zunge! Es brennt! Hihi, wie gefallen dir denn meine Spezialreisbällchen der Marke Super Turbo Scharf? Das haut rein, hm? Das hast du sehr gut gemacht, Banyan. Jetzt reicht es. Ich habe genug von diesem ungehobelten kleinen Monster. Celia. Oh, bitte verzeiht Banyans schlechtes Benehmen. Worüber haben wir gerade gesprochen? Training. Ihr wollt wissen, wie wir unseren tollen Training und Techniken gelernt haben. Naja, unser Geheimnis liegt darin, wir verwenden diese geheimen Notizen, die uns die legendären Usama 11 vor 40 Jahren hinterlassen haben. Faszinierend. Diese Geheimnotizen zu studieren würde uns auch sehr interessieren. Oder nicht, älterer Bruder? Du sagst es, jüngerer Bruder. Dann passt es ja wunderbar, wenn ihr uns gegen die Alice Academy beisteht. Eine Hand wäscht die andere. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Habe ich recht, älterer Bruder? Jawohl, jüngerer Bruder. Wir von der Kloster Definitiv sind stolz auf unser konfliktfreies Leben. Wir kämpfen nicht gegen andere. Die sind aber echt stur. In Ordnung, dann muss ich jetzt mal fragen. Warum könnt ihr es nicht leiden, gegen Leute vor außerhalb zu spielen? Wie bereits erwähnt, sehen wir Fußball nicht als etwas an, das man für Kämpfe verwendet. Verstehe. Aber wenn ihr bei der Football Frontier teilnehmen würdet, könntet ihr gegen viele tolle Teams antreten. Findet ihr diesen Gedanken nicht aufregend? Oho, was bist du doch für ein interessanter kleiner Kerl. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin der Trainer. Trainer, Sie sind vor Ihrem einsamen Konzentrationsrennen zurückgekehrt. Das ist euer Trainer, aber er war da überhaupt nicht dabei, als wir gegen euch gespielt haben. Er verbringt viel Zeit oben in den Bergen und sucht nach Erleuchtung. Ach so, nicht wahr, älterer Bruder? So ist es, jüngerer Bruder. Zuletzt weilte er vor 6 Monaten unter uns, wenn ich nicht mich irre. 6 Monate? Das ist aber eine sehr lange Zeit, um als Trainer sein Team allein zu lassen. Dein Name war Mark, nicht? Richtig. Darf ich dich etwas fragen, Mark? Warum bedeutet dir die Football-Fronte überhaupt so viel? Warum? Wenn Fußball spielen deine Leidenschaft ist, warum legst du dann so viel Wert auf Wettkämpfe und Spiele? Aber es war immer mein Traum und der meines Opas ins Finale der Football-Fronte zu gelangen. Dann sag mir, was nur das, da dein Traum in Erfüllung gegangen ist. Und was kommt als nächstes, wenn Elis besiegt wurde? Als nächstes? Deine Liebe zu Fußball ist unglaublich groß und dein Herz ist rein. Wenn du weiter wachsen möchtest, warum erforschst du nicht andere Pfade, andere Möglichkeiten? Andere Pfade? Meinen Sie etwas anderes als Fußball? Nicht notwendigerweise. Auch Fußball steht selbst gewährt dir noch vielfältige Möglichkeiten. Nimm zum Beispiel deine Position. Du könntest versuchen, auf eine andere Position als des Torhüters zu spielen. Eine andere Position? Hier, ich lehre dich eine ganz besondere Spezialtechnik. Die Technik magische Haupt. Magisches Haupt? Und jetzt kann er das ab, oder was? Magisches Haupt.
Schraubt? Das klingt genial. Was für eine Art Technik ist das denn? Es ist die perfekte Spielsetzung für jemanden wie dich, der viel Erfahrung als Torhüter gesammelt hat. Als ich dich beim Spielen beobachtet habe, wusste ich instinktiv, dass du sie gut einsetzen würdest. Mal sehen, aha, Kraft sammeln, dann den Kopf einsetzen und BUM! Nein! Falsch, BANG! Bleib noch eine Weile hier, während du darüber nachdenkst, was ich dir gesagt habe. Befreie deinen Geist und du wirst die richtige Antwort sicher finden. Die Antwort. Die Antwort. Mark, alles in Ordnung bei dir? Nun, oh ja, alles in Ordnung. Wie gesagt, es wäre eine gute Idee, eine Weile hier zu bleiben und sich allein anzuschauen. Warum nutzt auch nicht die Gelegenheit und spazier jetzt ein wenig herum? Du hast recht, ich drehe mal eine Runde und schaue mich ein wenig um. Oh Mark, es gibt da noch etwas, worüber dein Team nachdenken sollte. Komm doch bitte zum anderen Ende des Fußballplatz, wenn du bereit bist. Dennis Schein, ja, kannst du Spieler beibringen. Sprich mit Trainerin von Glück. Was? Spulendreher? Achso, okay. Ich dachte, ihr sollt nicht spazieren gehen. Oder war das jetzt nicht so? Soll ich jetzt nicht spazieren gehen? Ich will aber spazieren gehen. Schau dich in der Klosterdefinition um. Spezialtechniken. Das hier. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich nehme noch ein paar Minuten auf, danach habe ich genau 15 Minuten. Es gibt einen Grund, warum da gerade stand, wollen sie es wirklich löschen. Also man kann in diesem Spiel die Spezialattacken leveln. Man kann die wirklich leveln. Wusste ich nicht, aber man kann sie wirklich leveln und ich glaube, es wird später erklärt, wie und ich weiß nur, dass man die öfters einsetzen muss. Also hat man das auch. Okay. Okay. 300 Jahre Erfahrung haben mich gelehrt, dass man an einfachsten neuen Spezialtechniken lernt, indem man sein Wissen teilt. Möchtest du dein Wissen teilen? Ja. Wie mein Wissen teilen? Hä? Wie mein Wissen teilen? So kann ich das machen. Wenn du dich als Meister speziell den Meister entwickeln möchtest. Marc, wenn dein Geist immer noch nicht frei ist, dann nimm dir die Beispiele an den Schülern der Klosters Divinity. Übrigens, Banyan verschwunden, so ein Ärger. Soll ich ihn jetzt suchen gehen oder was? Achso, ich glaube, ich verstehe jetzt. Man kann jetzt alle Spezialattacken so weitergeben, verstehe. Was ist denn hier los? Celia, was ist los? Psst, hör mal hin. Hier kommt mein super genialer Ultra-Hyper-Wunderschuss. Ach, noch ein Versuch. Wieso dreht er sich im Stehen? Ist das nicht Banyan? Er ist schon eine ganze Weile hier und hat diese Technik bestimmt schon 100 Mal versucht. Noch ein Versuch, jetzt klappt es aber. Er ist so schlecht, er ist wirklich so, als hätte er jemals vorher schon mal Fußball gespielt. Ach so. Das hat er gehört. Oh, ihr seid es. Seid ihr hier, um mich auf den Arm zu nehmen? Warum bist du immer so abweisend? Wir sind doch gar nicht hier, um uns über dich lustig zu machen. Hast du gerade was anderes gesagt? Beruhigt euch, ihr beiden. Banyan, warum bist du eigentlich hier draußen zum Trainieren? Na, auf dem Fußballplatz lassen sie mich ja nicht trainieren. Was? Ich,
verstehe. Da bist du hier draußen und trainierst ganz alleine. Du musst Fußball wirklich lieben. Das geht euch doch überhaupt nicht an. Macht euch vor Acker. Ihr seid nervig. Warte doch mal. Du bist viel zu nah am Ball. Nimm etwas mehr Anlauf. Halt die Klappe. Ich weiß, was ich tue. Bei der ganzen heißen Luft, die du ablässt, kann ich ja nicht unmöglich konzentrieren. Was heiße Luft? Bleh ich oder was? Wow, warum kriege ich diese Technik nicht hin? Oh, ich kann es einfach nicht fassen. So wird es nie funktionieren. Sieh nur, wie schnell er sich bewegt. Captain? Hast du nicht gesagt, dass er diese Technik etwa 100 Mal probiert hat? Ernsthaft? Er ist nämlich überhaupt nicht aus Atem. Stimmt, aber, jetzt da du es sagst, fällt mir auf, dass er auch die ganze Zeit nie langsamer geworden ist. Wow, gleich nochmal mit mehr Gefühl. Und wir sehen uns im nächsten Part.